Ein neues Video, ich fange jetzt an, ich bin echt gespannt, ob das Ganze hinhauen wird. Ich hole dich mal in die Drecksbank und zeig dir, was ich schon gemacht habe und was jetzt anfängt. Das ist ja eine Führung, mit der ihr kleine Zylinder herstellen könnt. Wenn ihr zum Beispiel viele Schatullen herstellt oder viele Holzdübel braucht, dann ist das eine Vorrichtung. Ich weiß nicht genau, ob es damit funktionieren wird, ob das genau genug ist, aber das hier bietet sehr viel Potenzial für mehr. Also, das hier ist im Prinzip so mein Grundbrett, darauf werden wir später dieses ganze Teil, ihr seht ja gar nichts, drauf aufbauen. So breit wird meine Vorrichtung sein. Ihr könnt das natürlich breiter machen, so breit wie ihr es denn möchtet. Ich habe jetzt auch schon hinter der Kamera hier diese Strebe gemacht. Diese Strebe passt hier genau dazwischen. Da solltet ihr auch schauen, dass es möglichst genau ist. Ich weiß nicht genau, wie wir es mit dem Gestell verbinden. Wenn das hier genug klemmt, reicht das theoretisch, wenn man es einfach reinpresst. Auf jeden Fall, das hier ist unsere Breite. Dann brauchen wir noch ein Schneidwerkzeug. Das ist in meinem Fall hier dieses Eisen. Das ist eine Wendeschneidplatte. Die konnte man sogar noch nachschärfen. Da hatte ich so eine kleine Vorrichtung für. Auf jeden Fall werden wir damit auch schneiden. Aber jetzt bauen wir erstmal das Teil. Unsere jüde Führung. So geil, dieses Teil. Ich habe gerade ganz, ganz viele kleine Teile zugeschnitten. Hier sind ein paar und hier sind ein paar und da sind einige sehr, sehr wichtig, dass die an den Kanten gut geschliffen sind. Manche müssen auch hier an den Flächen gut geschliffen sein. Ich muss dazu sagen, das ist nicht das erste Mal, dass ich so eine Linearführung baue aus Holz. Hier ist meine Schlitz- und Zapfenvorrichtung. Da gibt es unten auch eine Linearvorrichtung, damit das Ganze eben hier drauf laufen kann. Und da gibt es übrigens auch Pläne und ein eigenes Video dazu, wie ihr dieses Teil hier bauen könnt, um Schlitz- und Zapfenverbindungen herzustellen. Und das ist hier die Linearführung. Wir bauen im Prinzip genau das hier nochmal, nur ein bisschen anders dimensioniert, damit es andere Kräfte besser aufnehmen kann. Jude Teil ist es, richtig Jude Teil. Wir haben da nämlich zunächst hier erstmal unsere Grundschiene. Das hier ist unser Grundteil, darauf baut sich eigentlich so alles auf. Und die muss irgendwie später ein bisschen, die muss man später ausrichten können. Ich werde sie jetzt erstmal festschrauben. Jetzt rede ich da schon wieder von Kauderwelsch. Ich werde gleich noch ein paar Worte zu diesen einzelnen Schienen hier sagen. Aber dieses Teil muss jetzt erstmal festgemacht werden. Ich mache hier als erstes auch eine Schraube in die Mitte, denn dann kann ich, falls ich ungleich bin, das noch gleich ausrichten. Als nächstes haben wir hier oben dieses Teil, das wird später dafür sein, dass unsere Führung nicht in diese Richtung hier wackeln wird. Deswegen sind auch hier diese Seiten schön glatt geschliffen und später soll hier oben drauf auch eine Führung laufen und zwar unser Prinzip unser Lenkschlitten und deswegen habe ich diese Fläche hier oben auch schön glatt geschliffen. Also alle Berührpunkte müssen grundsätzlich schön glatt sein. Das ist eine gute Führung hier, würde ich mal behaupten. Als nächstes haben wir oben unseren Schlitten. Das wird dann unser Lenkschlitten sein. Der wird so hier darauf laufen. Und ihr seht, das läuft so schon relativ gut. Dann habe ich hier diese zwei Teile, das sind die Anschlagbacken. Und da habe ich hier diese Anschläge, also die Backen, die habe ich auch wieder schön glatt geschliffen, damit die hier an diesen Seiten schön vorbeigleiten können. Und hier habe ich auch nochmal die Ecken angefasst, damit dort weniger Reibung ist und wir hauptsächlich hier drauf gleiten können. Und das müssen wir im Prinzip festmachen. Alter, es gibt das Hand nicht aufgeräumt. Ich finde trotzdem nichts. Nehme es auch gerade hier. Hä? So, ich hatte einen kleinen Lenkfehler. Dieses Teil müssen wir jetzt erstmal wieder abschrauben. Das muss auch später wieder richtig dran machen. Denn als nächstes brauchen wir noch unseren anderen Backen. Und den müssen wir jetzt hier nämlich dagegen legen. Und so justieren, dass dieses Teil hier. Okay, we are working on it.
Schon besser, aber minimal. Ich habe eine perfekte Sitz endlich gefunden. Wuhu! Ich habe jetzt gerade relativ lange hier in dieser Führung gearbeitet und da müsst ihr echt drauf achten. Kondalo. Hier unten habe ich jetzt noch diese zwei Teile, die verhindern, dass das Teil rauskippt. Das können wir jetzt hier reinsetzen. Das hat natürlich ein bisschen Spiel, aber das läuft sehr gut. Pech. Warte. Ich habe gerade hinter der Kamera relativ viel gemacht. Das Teil funktioniert auch schon. Ich werde jetzt aber mal zeigen, was ich gemacht habe. Und ich werde die einzelnen Teile zeigen. Denn die waren so simpel, dass es sich nicht gelohnt hat, drei Schnitte zu filmen. Das hier ist ja unser Schlitten, den wir eben gebaut haben. Der kann hier einfach draufgeschoben werden. Und dann haben wir hier oben dieses Teil noch. Und dieses Teil hier, das ist der Schneider. Und da ist hier oben eine Wendeschneidplatte drauf. Und dieses ganze Teil kann man hier draufsetzen. Das ist derzeit nur so als Test gedacht. Denn jetzt muss ich es noch so ein bisschen von Hand verschieben. Und ich muss es auch noch hier mit dieser kleinen Schraubzwinge festspannen. Ich werde aber mal zeigen, ob und wie gut das denn bis jetzt mal funktioniert. Natürlich müsst ihr in diesem Fall die Maschine anders umlaufen lassen, weil der Schneider hier hinten sitzt. Habt ihr das bei eurer Maschine nicht, diese Möglichkeit, könnt ihr das auch noch hier vorne machen. Ich muss jetzt hier den Schneider so ein bisschen ranklopfen, weil ich noch keine Feineinstellung habe. Das mache ich jetzt auch mal und dann spanne ich ihn einfach fest. Ich habe derzeit noch so ein paar Probleme durch diese Instabilität von diesem ganzen Schlitten. Das muss ich auf jeden Fall noch beheben. Und ihr seht, das funktioniert sogar relativ gut. Einzige Problem ist, dass hier das Ganze noch nicht zylindrisch ist. Das hier wird nach hier vorne hin ein bisschen schmaler. Und hier vorne hat auch ein bisschen gesprungen, denn die Maserung ist hier ganz verdreht. Hier ist die Maserung gleichmäßiger und da hat es auch direkt sehr gut funktioniert. Ich habe es einfach hinter der Kamera jetzt fertig gebaut, denn das macht keinen Sinn zu sagen, okay, es funktioniert immer noch nicht, jetzt muss ich weitermachen und so weiter und so fort. Ich habe es jetzt fertig gebaut, ich werde es dir mal kurz zeigen. Ich habe mich hier vorne dafür entschieden, noch einen Antrieb zu verbauen und mit dem kann ich jetzt das Ganze bewegen. Das ist schon mal das eine und ich muss hier vorne das Ganze ein bisschen abpressen, sonst, also beziehungsweise hochdrücken, sonst hat sich das Ganze in die Richtung immer bewegt. Aber durch diesen Klotz wird dieser ganze Schlitten hier hochgehoben ein bisschen und ist dann halt einfach unter Spannung und hat dann nicht so viel Spiel. Hier oben haben wir die Wendeschneidplatte und hier kann man, wenn man das Ganze aufdreht, das Teil nach vorne drehen und dann verkleinert man einfach den Durchmesser. Hier ist eine Feder, die presst das Ganze dann auseinander und hier dieser Klotz verhindert einfach, dass das Teil nach oben und nach unten rutschen kann. Wenn man den Durchmesser vergrößern möchte bzw. anfängt, muss man das hier einfach zudrehen und dann wird der Durchmesser schon größer. Grundsätzlich ist das Ganze dafür gemacht, Grundstäbe herzustellen. Ich habe mir hier mal einen Test vorbereitet, damit habe ich überprüft, ob das Ganze parallel wirrt, beziehungsweise parallel zur Drehachse sich verschiebt. Und das hier hat noch ganz gut funktioniert. Hier hatte ich ungefähr 0,8 mm Differenz. Das habe ich jetzt noch ein bisschen nachgestellt und werde es jetzt beim aktuellen Stück mal ausprobieren. Und da werde ich es euch mal zeigen. Was hier relativ wichtig ist, ist, dass hier das Bett frei ist, damit wir hier nicht irgendwie Späne unter dieser Vorrichtung haben. Das Ganze soll einfach schön hier aufliegen. Ich will das Teil mal gerade ausprobieren, wie es funktioniert, wenn ich einfach einen Zylinder für einen Stift herstelle. Da habe ich mir hier zwei Mirandi-Stücke vorbereitet und falls ihr den Bausatz möchtet, den ich jetzt hier zusammenbaue oder hier diese Bushings, die ihr braucht, um das Ganze zu drechseln, da könnt ihr mal in die Videobeschreibung schauen. Das Ganze gibt es nämlich auf meinem Online-Shop. Was mache ich dafür? Das wird jetzt einfach nur 3F gespannt. Als nächstes ist es relativ wichtig, hier dieses Teil noch zu sichern. Ich mache es derzeit noch ein bisschen anders, als man es denken könnte. Ich hole mir nämlich hier Keile und keile das ein bisschen gegen den Reitstock. Und schlage das hier so leicht rein. Hier kommt jetzt der Akkuschrauber drauf. Das ist
ist unser Vortrieb. Jetzt müssen wir das hier noch spannen. Und starten wir die Maschine mal. Stimmt, jetzt dreht sich das Teil auf. Da habe ich nicht dran gedacht. Anderer Tag, anderer Monat. Ich drehe jetzt mal noch das Auto, weil das liebe Kameramikrofon das jetzt nicht funktioniert hat. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Das ist der Kamerakopierer. Das ist der Kopierer für zylindrische Dinge zu drehen. Und schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du davon hältst. Ist das noch Handarbeit? Oder findest du das Ding cool? Für mich war es halt mal eine kleine Challenge. Ich wollte mal ausprobieren, wie gut man das aus Holz bauen kann, weil sowas kennt man ja normalerweise bei CNC-Drehmaschinen. Und dazu gibt es auch viele, viele Videos im Internet. Schaut euch alleine mal an, wie Treppenpfosten gemacht werden. Das ist quasi genau dieses Teil hier. Es funktioniert nach diesem Prinzip. Nur wahrscheinlich ein kleines Stückchen besser hier als meine kleine Variante. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob ich es so oft benutzen werde. Weil man kann damit auch nur spezielle Hölzer tricksen, die brutal hart sind. Das wollte ich euch damit auch nur kurz sagen, dass man damit keine weichen Hölzer drehen kann. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.